Jo, halt so zu Atomic Heart. Wir sind das letzte Mal hier abgestürzt und hängen jetzt irgendwie fest. Haben eine nice, freundliche Axt gefunden. Ups. Ja. Komm ich auch wieder raus? Okay. Okay, so. Junge, was ist denn hier los? Okay, schlagen, flupp. Kann man auch Dauer halten? Nee, mal so. Okay, ich verstehe. Okay, ist irgendwie so ein Blubberkram hier, ne? Hängt das? Wo komme ich hin? Du hast keine Ahnung, wie gefährlich das Polymer ist. Haben wir einen Stamm? Okay. Und dann kann ich wieder raus. Ist ja fresh. Okay, naja. So, wo wollen wir hin? Schweinchen. Schweinehühner, alles Mögliche. Finde den Eingang zum Komplex. Okay. Ja, das Hühnchen hat mich hier gerade angezickt. Kann nicht sein. Ich bin schon oft durch Polymer geschwommen und noch bin ich nicht ertrunken. Ein verdammtes Wunder der modernen Wissenschaft. Nerven die oder nicht? Die nicht, oder? Aber. Schmeiß ihn wieder mal weg. Okay, was macht jetzt das nach unten? Bringt gar nichts. Hm. Na, bist du doof? Oder? Mhm. Was will denn das Hühnchen von mir? Okay, also alles, was hier Robo ist, schnetzeln oder was? Das ist das Ding, was abgestürzt ist und abgeschossen wurde. Was bringt das? Gar nichts irgendwie. Vielleicht nur so fortbewegungsmäßig. Ein Verlassen der Unterkünfte ist bis auf weiteres nicht bestanden. Heilige Scheiße! Hey, Handschuh. Ja, Major? Was wissen wir über das Ziel? Viktor Petrov ist der leitende Ingenieur, der hinter Kollektiv 2.0 steckt. Er wurde wegen Verrats verhaftet und zu gemeinnütziger Arbeit im Wawilow-Komplex verurteilt. Verstanden. Und wo soll ich nach ihm suchen? Petrov befindet sich derzeit irgendwo in den unterirdischen Bereichen des Wawilow-Komplexes. Wir müssen einen Weg hineinfinden. Okay. Dann lass uns das tun. Also hilft mir doch jemand. Ja, dann. Holt mich hier raus! Hey du, ich komme. Alles gut? Alles klar. Scheiße! Ach, bleib bloß weg von mir! Was soll das? Nice. Oh, du kannst mich mal! Das wird ein Fall. Verpiss dich gefälligst! Ja. Oh, Mom. Was klatschst du denn so? Bist ja fast erwürgt worden. Gib mir die Hand. Oh, das war eine böse Überraschung. Nice. Du musst vorsichtiger sein. Das hier ist das reinste Irrenhaus. Ja, habe ich gemerkt. Danke für die Kein Hilfe. Kein Problem, Söhnchen.
Was machst du hier eigentlich? Oh, bin nur auf der Durchreise. Wer bist du? Ich? Sina. Oma Sina. Mehr brauchst du nicht zu wissen. Schon kapiert. Wie ist denn die Lage hier? Viele Opfer? Vielleicht hast du schon gemerkt, die Roboter greifen Menschen an. Wer kein Versteck findet, ist erledigt. Ich bräuchte eine Waffe. Hast du irgendwas? Na klar, aber ich verschenke nichts. Unter uns ist ein Komplex. Wenn du eine Waffe brauchst, sieh dich dort um. Der Vavilov-Komplex. Da will ich eh hin. Ah, heute ist dein Glückstag. Ich gehe auch dorthin. Ist ziemlich sicher. Verdammt, eine Pchella! Verdammt nochmal, wir haben 30 Sekunden. Beweg dich! 30 Sekunden und dann? 30 Sekunden und wir sind am Arsch, Söhnchen. Aber so richtig. Okay, ach du Scheiße. Klapp nicht. Komm her, du Muskelpaket. Nein, 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 nein. Dreh diesen Schlüssel im Uhrzeigersinn. Uhrzeigersinn, Idiot. Genau so. Ich halte sie in Schach. Wow, eine ordentliche Waffensammlung. Was hast du vor? Los geht's. Ihr geht mir jetzt schon seit 2 Tagen auf die Eier. Nimm dies. Fresst Scheiße und sterbt. Die Uhr ist krass. So, was hab ich jetzt? Verdammt. Du das Ding her! Vergiss Gib es mir! Ich glaube sehr wohl nicht. Was für eine gottverdammte Riesenscheiße. Spiel gespeichert, sehr freundlich. Wir müssen einen Weg finden, um diese gepanzerte Tür zu öffnen. Ach, was du nicht sagst. Genug von diesen bescheuerten Ratschlägen. Verrate mir lieber mehr über Petrov. Wie kam man ihm auf die Schliche? Michael Stockhausen entdeckte Petrovs Verrat. Petrov wurde dann vom Agentumverband verhaftet. Wie ist er dann hier unten gelandet? Nach dem Prozess wurde Petrov zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt und als Gefangener hierher zurückgeschickt. Was, ließ sich in der ganzen Sowjetunion niemand finden, der seine Arbeit übernehmen konnte? Der Start von Kollektiv war nur noch wenige Monate entfernt. Es wäre unklug, den leitenden Ingenieur zu ersetzen. Petrov musste seine Arbeit abschließen. Dazu wurde er gezwungen. Was ist an dem Burschen so besonders? Viktor Petrov war zuvor der leitende Ingenieur einer geheimen Abteilung der Akademie der Konsequenzen, die sich der Programmierung von Robotern für Kollektiv 2.0 widmete. Verstehe. Anfällig gegen alles Mögliche. Metallteile, man muss den einfach kaputt machen. Das ist natürlich nicht so nett, ne? Okay. Ich kann dich rumlaufen hören! Ja. Türventil. Ist das drin? Nein. Sein,
bla bla nach oben. Dies ist ein Notfalleintrag. Ich bin Programmiererin. Mein Name ist Ekaterina Wischnewskaja. Es gab einen Zwischenfall im Wawilow-Komplex. Roboter haben angefangen, alle zu töten. Ich bin im Moment... Hey, wer ist da? Sie haben mich gefunden. Bleibt weg! Ich habe eine Granate! Hier spricht Oberfeldwebel Ibrahimov. Ich bin ein Mensch. Du musst mitkommen. Hier ist es gefährlich. Verschwinde, du Monster! Nein, hör doch zu! Okay, läuft nicht so gut für den. Das ist Lock. So, wir haben ja dieses Ding. Vielleicht funktioniert es ja damit schon. Okay. Dreh am Griff und öffne die Tür! Was zur Hölle? Halt durch, Kumpel! Halt durch, halt durch! Jetzt hat er uns da gelassen. Was war das? Hinter da. Schrotflintenpatrone. Mhm. Wie wär's denn mit einer Schrotflinte? Gibt's denn sowas wie Inventar? Nee. Ah ja, doch. Okay. Wir haben eine Schrotflinte. Okay, wie rüste ich die aus? Automatisch sortieren. Okay. Wie wechsle ich denn? Eine Patrone oder was? Sehr fresh. Naja. Okay, das endet gut. Sichere Gebiete, Pausenräume, okay. Sind die sicheren Zonen des Spiels? Mhm. Manuelle Speicherstation, ist doch cool. Nur zu looten? Ja, sehr nice. Schrotflintenpatronen, Schrotflinten, lalala, zweimal synthetisches Material, okay. So, und hier safen wir. Speichere Daten. Okay, so, und wenn wir jetzt halt hier mal umschalten. Ne, das ist... Okay, verstehe. Achso, okay, so wechseln wir. Kannst du mal nachladen. Okay, drei Schuss. Okay. Ah, verstehe. Mal gucken. Ah, okay, nicht erstmal rausfinden. Oh. Und die Maschinen erhoben sich auf... Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Gegner können Superangriffe ausführen, die P3 umwerfen, wenn sie erfolgreich sind. Wenn ein Gegner einen Superangriff auflädt, was schaltet sich darauf hin, wenn du am besten ausweichen solltest? Eine rote Markierung erscheint, drücke B, um auszuweichen. Okay. Der Asche. So, ich dachte, der wäre schon rausgesprungen. Wow. Sehr freundlich. Ah, down, okay, sehr gut. Polymer-Metallteile. Darf ich dir einen Ratschlag geben? Ich habe gerade viel um die Ohren. Versuch den stärkeren Roboterangriffen auszuweichen. Die sind alle stark. Angriffe, die ein Roboter während eines Stromstoßes ausführt, sind besonders gefährlich und können dich umwerfen. Leck mich am Arsch, warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Voll der coole Dude ist. So, wie kommen wir hier? Major, es könnte nicht. Mehr Ressourcen gleichzeitig ansammeln. Wenn du halte. Tag-ID, okay, da haben sie wohl noch nicht richtig gut programmiert, was auch immer. In eine Richtung schaust, bewege dich ohne loszulassen von einer nächsten mehrere Kisten gleichzeitig einsammeln. Okay, das kriegen wir wohl hin. Schaden, die anderen Ressourcen also aufzusammeln, so, die du findest. Und dann halt hier einfach mal so. Okay. Darf ich daran erinnern, dass du über einen Jarova Abalakov Spezialrucksack verfügst? Um Gegenstände und Ausrüstung zu verstauen, er verwendet eine Quantensingularität, um deponierte Gegenstände zu schrumpfen, die dann beim Herausnehmen wieder auf Originalgröße gebracht werden. Ja, verrückte Wissenschaft, was? Fast als würden wir in einem Sci-Fi-Zeitalter leben. Warum hast du das Ding eingeschaltet?
Uns wurde befohlen, es bei deiner Ankunft einzuschalten, Genossin Murafiova. Mein Befehl lautet, zu dokumentieren. Du kannst deinen fetten Arsch dokumentieren, aber mich nimmst du nicht auf. Lass mich durch! Omi? Und nenn mich nicht Genossin Murafiova, für dich immer noch Oma Sina, Bürschchen! Wir dürfen dich nicht durchlassen, Genoss... Oma Sina. Nicht ohne Autorisierung. Was? Ich durfte bisher immer hier rein und jetzt plötzlich nicht mehr? Jetzt hör mal zu. Entweder lässt du mich sofort durch oder ich komme später wieder und dann steht sich hier jemand anders die Beine in den Bauch. Also? Geh einfach rein. Dachte ich's mir doch. Wegtreten. Boah, was haben wir alles gelootet, ey? Keine Ahnung. Synthetisches Material. Ist ja erstmal ganz cool, oder? Ist jetzt da drüben so eine komische Sprechanlage oder was es ist? Das ist so ein Mikro, oder? Befehl, Oma Sina, na gut. Man das alles lesen muss, I don't know. Post 4. Wow. Was zur Hölle? Alle Programmierer oder was sind das? Irgendjemand wird da... Es sind auf jeden Fall irgendwelche Arbeiter. Hätte ja sein können, manchmal sind ja so in den Games die Programmierer halt so versteckt. So, kann man hier mal durch? Die Tür ist offen, okay. Warum war die denn eben nicht offen? Warum konnten wir da so nicht rein? Konnten wir wahrscheinlich, oder? Mal wieder zumachen. Dann schubst sie so ein bisschen zu. Achso. Schon wieder Gegner. Okay, das heißt schon wieder, aber wir haben ja noch nicht alles gelootet. Das ist interessant, oder? Ah ja, von dieser Seite auch noch. Junge. Das ist klar. Schleiche dich an den Roboter an und führe einen Schleichangriff aus. Ich werde die Gelegenheit nutzen, um ihn permanent zu deaktivieren. Okay. Schleichangriff. Geräusch ist auch nice, ne? Ja, muss mal gucken, was hier eigentlich alles so Schrot für ein Patron, Metall, dies, das. Oh, wow. Einfach alles so hardcore mitzulooten. Ich weiß es nicht. Was ist mit denen hier alles passiert? Alle gekillt worden. Hey, ist das eine Birne?
Funktioniert die? Alle Birnen in Anlage 3826 sind mit der Notstromversorgung verbunden und werden nie abgeschaltet. So können die Mitarbeiter ständig in Kontakt bleiben. Aber ich brauche doch ein Passwort oder eine Zugriffsberechtigung, um die Birne zu benutzen, oder? Ich kann dir Zugang zu jedem Gerät der Anlage verschaffen. Das gilt auch für die Chibitas, die dir auf dem Weg zu deinem Missionsziel sicher noch begegnen werden. Alles klar. Sehen, ne? Bringt irgendwie nichts. Ich würde den Scan gerne auf irgendwas anderes legen, aber ich weiß nicht, weil so ein Doppelklick ist irgendwie nervig, finde ich. Wie kommen wir denn da rein? Hier durch irgendwie? Hey, Handschuh! Mein Name ist Charles, Genosse Major. Alles. Mir doch egal. Wie hat dieser Petrov es denn geschafft, kollektiv zu hacken? Der Verräter arbeitete nicht alleine. Er schmiedete mit anderen ein Komplott. Mit anderen, ha? Huh? Und wo sind die? Sie wurden bereits eliminiert, aber an Petrov kommen wir ohne deine Hilfe nicht heran. Deshalb bist du hier. Ich finde, ich krabbel gerade, oder? Alter, wo kommst du denn her, Junge? Du willst mir also sagen, dass eine Handvoll Verräter es irgendwie geschafft hat, sich in Kollektiv zu hacken? Dem Werk der klügsten Köpfe der Sowjetunion. Streng genommen wurde Kollektiv nicht gehackt. Niemand wäre in der Lage, die Algorithmen zu umgehen, die Professor Lebedevs Team an der Akademie der Konsequenzen entwickelt hat. Und warum passiert dann dieser ganze Scheiß hier? Die Verräter haben einen falschen Kampfmodus in Kollektivs Algorithmen eingebaut, durch den die zentrale Übertragungsstation alle Menschen als angreifende Soldaten betrachtet. Und unsere Wissenschaftler können das wirklich nicht ohne Petrov beheben? Sie könnten. Aber das würde einiges an Zeit kosten, während viele weitere Menschen sterben und Informationen über den Zwischenfall nach draußen dringen. Neuromed-Kapsel, okay, zeig mal, wie sieht die große aus. So, Was kann die medizinische Polymer als schwere Verletzung nach nur kurzer Zeit? Ja, und die hier? Leichte Kratzer. Okay. Wie Schuss haben wir? 7, 4. Machst du auf? Wow. Aktion drehen. Achso, Moment. Drehen. Achso, okay. Wer rafft's? Aktion. Was dreht das? Verstehe ich noch nicht so recht. Das ist ja fies gemacht, ne? Sieht anders aus. Das passt nicht. Okay. Ein kleines Stückchen so. Okay, fies. Das müssen wir erstmal checken. Oh, okay.
ey, die nerven aber ganz schön. Okay, nicht so nice. Ich dachte, das wären Räume. Okay. Scheiße, warum ist hier alles abgesperrt? Als die Roboter anfingen, Menschen anzugreifen, wurde der Notfallmodus aktiviert. Anlage 3826 ist im Lockdown. Das gilt auch für den inneren Sektor. Und wie soll ich dann die Tür hier öffnen? Sie hat ein elektromagnetisches Schloss. Also muss ich es mit einem elektromagnetischen Impuls kurzschließen. Okay, und wie? Dein Handschuh kann mit einem EMP-erzeugenden Schockmodul ausgerüstet werden. Irgendwo in der Anlage müsste eine Kapsel mit dem Neuropolymer sein, das zur Installation des Schockmoduls erforderlich ist. Gut, ich kümmere mich darum. Haben wir das schon? Scheinbar nicht. Oh, moin Meister. Oh, Kollege. Okay. Muss mal gucken, ob ich das umbelegen kann, das nervt ja total. Sind keine Türen, oder? Nee. Ich habe mit großer Scham gesehen, wozu die Menschheit tatsächlich fähig ist. Ich meine... Warum so? Okay, lass mal gucken. Hier stimmt was nicht. Oh, Scheiße! Oh. So, die Tür haben wir jetzt nicht aufgekriegt. Und wo kommen wir jetzt hier raus? Irgendwo am Arm der Welt runtergefallen. Hoch mit dir, Soldat. Oh. Gut, noch ein bisschen mehr. Alles okay? Mir geht's gut. Wie viele Finger? Ah, 4. Prima, dann steh auf. Ich brauch dich. Ich hab schon so ein neues Ding am Kopf. Ne? Oh. Wer sind die? Sie brachten dich her. Drück auf diese Wunde. Sie haben dich gerettet. Und wer bist du? Doktor. Und dein Name? Keine Zeit für Smalltalk. Ach, verdammt. Pinzette! 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 Ja, ja. Her damit! Was macht das denn hier? Warum brauchst du so lang? Du hast eine Neuropolymerkapsel? Brauchen wir nicht. Also, wie heißt du, Doc? Larissa, und du stellst eine Menge Fragen. Weißt du was? Das schaffst du auch allein. Wo gehst du hin? Es ist sinnlos und fehlt dir Ausrüstung. Ich hab die Ausrüstung. Okay. Damit lässt sich was anfangen. Wie hast du das gemacht? Du stellst eine Menge Fragen. Runter! Was ist er denn? Larissa! Oh, mein Messer. Oh, verdammt! Vorsicht vor dem Strafe! Abgeschaltet. Charles, wohin führt der Schacht, in den Larissa gekrochen ist? Schwer zu sagen.
Im Lüftungssystem sind überall Verzweigungen. Na gut, darum kümmere ich mich später. Was bist du hier? Was ist das für ein schräges Ding an der Tür? Ein Schloss. Ist das dein Ernst? Dann öffne es. Na los, wir haben's eilig. Ich kann dir nicht helfen. Ich verfüge über keine Fähigkeiten im Schlösserknacken. Schlösser musst du selber knacken. Das wirst du schon hinkriegen. Na toll. Du bist also praktisch nutzlos. Wieder mal. Versuch genau in dem Moment mit den Fingern zu schnipsen, in dem die Anzeige des Sperrstifts aufleuchtet. Anzeige des Sperrstifts? Was nochmal? Anzeige des Sperrstifts. So. So schnippt man, okay? Ach so, jetzt verstehe ich, okay? Bitte denkt daran, vor eurer Jahresuntersuchung die Formulare IDQD1. Okay, geschnallt. Alles klar. Es nice hat funktioniert. Ja, lad mal nach. Und wir nehmen wir wieder die Axt, oder? Oh. So, wo kam der Dude her? Hier. Wir kommen nur dadurch. Okay, wir müssen das knacken. Alles klar. So, was ist das für ein Raum hier nebenan? Kommt man sonst nicht rein, ne? Scheinbar auch nicht unbedingt wichtig. Okay, let's go. Ein Wiegenlied? Das gefällt mir nicht. Charles, was ist hinter der Tür? Das ist die Stimme von Nora. Sie ist ein sehr gefährlicher Gegner. Ja, nice. Freu mich. Verdammte Kacke, was ist das für ein Scheiß? Oh, was für ein Hengst! Von euch Nachschuss kriege ich nie genug. Lass mich dich ans Bett fesseln, Liebchen. Nicht wehren, Schätzchen. Oh, das wird dir gefallen. Lass dir nicht die Arme fesseln. Ich versuch's ja. Ich bin für Vorschläge offen. Bring mich schnell zu ihrem Sensormanipulator. Das gefällt mir. Rebellische, dominante Männer machen mich scharf. Oh, und wie ich dich scharf machen werde. Lass mich nur an dich ran. Du Tier, ich mach es ja auf die harte Tour. Du machst mich so an. Mehr, ich komme nicht dran. Ich versuch es doch, verdammte Scheiße. Aber sie ist echt da. Ganz zu Diensten, Schätzchen. Alles für meinen Herrn und Meister. Was kann ich für dich tun? Bald wirst du weitere Fähigkeiten erhalten können, aber wähle fürs Erste Schock. Wo steht denn das? Was ist Schock? Okay. Charakter. Okay, ich kann nur das wählen hier. Mhm. Du hast etwa 50 Gramm Neuropolymer erhalten. Ich schlage vor, diese Dosis bei der liebreizenden Nora gegen eine neue Fähigkeit zu tauschen. Wenn's dir nichts ausmacht. Schocker abholen mit X. Zur Herstellung wechseln. Wie könnte ich da widerstehen? Ich zeige dir, was ich kann. Rein beruflich natürlich. Ich habe es gesehen. Vielen Dank auch. Schöne Scheiße. Ich bin hier, um dir zu helfen, deine dicken, heißen Wummen zu verbessern. Und glaub mir, mein Hübscher, alles lässt sich verbessern. Waffen sind nützlich. Öffne das entsprechende Fenster, Major. Lass doch den Handschuh, mein Hübscher. Den brauchst du nicht mehr. Du hast doch jetzt mich. Ich erfülle dir all deine Wünsche. Hast du ein Schwert?
Ein mächtiges Schwert. Stoß es tief in meine Buchse, damit ich es fester und schärfer machen kann. Nora kann Waffen und Ausrüstung verbessern und neue Gegenstände von Bauplänen anfertigen. Füttere dazu den Fabrikator mit den Materialien, die du in der Umgebung findest. Du kannst in mich reinstecken, was immer du willst, Großer. Führe deine Axt ein. Bei mir wirst du es gut haben. Das ist doch pervers. Tiefer? Ja, nochmal? Oh, aber ich kann noch viel mehr. Ein schnelles Stößchen mit deiner Axt ist nur ein Vorgeschmack, mein schöner Hengst. Hat es dir gefallen, mein Großer? Ja, weiter nach Victor. Ja, ist ganz toll. Nimm diese mächtige Waffe, um die Schädel deiner Feinde zu spalten. Und bring mir Geschenke, damit wir heiß und schmutzig zur Sache gehen können. Warum sollte ich dir Geschenke bringen? Mädchen mögen es, verwöhnt zu werden. Der Fabrikator braucht Ressourcen, um sie aufzuspalten und Gegenstände zu produzieren. Zu unserem Glück ist er nicht sehr wählerisch, aber für einige verbesserte Modelle brauchst du womöglich besondere Komponenten. Ich vermute, in der Anlage wimmelt es von Schrott. So ist es, Genosse Major. Dann halte ich die Augen auf. Ich kann es kaum erwarten, dass deine starken Hände halt sich über meine Schnittstelle hermachen. So, das reicht. Wir sind hier fertig. Gehen wir. Warte mal, Gegner zur Herstellung wechseln. So, wie geht das denn hier alles? Schocker. Ablegen, ablegen. Okay, kann man wieder ablegen. Wo steht, was es kostet? Erforderlich 40 und wir haben 6. Okay, ist nicht genug. Kettenblitz, Alter. Erfrierung. So, und wie geht das jetzt mit dem Schock? Die ist das. Bla. Okay. Okay, stand da irgendwie, wie man das einschaltet? Signalverbesserung mal angucken. Lager, Demontage, Lager, leer. Mhm. Verbesserung. Kapazität 3. Also, man kann es auswählen, okay. Rezept erforderlich. Okay. Kartuschenmodule. Nicht genug. Achso, okay. Wo steht denn das immer? Was kostet das? So, 24,32. Verstehe. Mhm. So, den guten Schweden haben wir den dann komplett aufgerüstet. Griff. Rezept erforderlich. Okay. Kartuschending. Kartuschenmodul installieren. Achso, 17 ist das, was. Ne, die anderen fehlen. 3, 2, okay. Verstehe. Okay, müssen wir mal öfter herkommen, aber die alte nervt natürlich, ne? Das geht ja mal gar nicht. So, Herstellung haben wir. Verbrauchsobjekte. Bauplan erforderlich, um den Ressourcen läuft. Munition kann man auch machen. Kartuschenwaffen. Feuer, Eis, Elektro. Mhm. Okay, sehr fresh. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal ein kleines Päuschen, weil genug gelernt jetzt hier. Gesucht, tot oder lebendig. Viktor Petrov. Okay. Den suchen wir weiter beim nächsten Mal, okay? Also, bis dann. Ciao.